Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Ich bin der Onkel und diesmal geht es nicht weiter bei dem Heist, den wir das letzte Mal angefangen haben. Nein, ich wurde jetzt zwischenzeitlich mal von Chrisplay eingeladen in seinen 12-Stunden-Livestream, denn der hat ein 20.000-Abonnenten-Special und er hat unter anderem auch GTA Online gezockt und wir wurden mit eingeladen. An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Es war wirklich richtig genial, da mitmachen zu dürfen. Und es waren auch viele andere YouTuber dabei, die sind natürlich alle unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und ja, auch nochmal herzlichen Glückwunsch nochmal an Chrisplay zu seinen 20.000 Abos. Und wie gesagt, das ist jetzt eine Aufzeichnung meinerseits von dem Livestream, den kompletten Livestream könnt ihr nochmal auf Chrisplay auf Twitch anschauen, also den Twitch-Kanal von Chrisplay. Und ja, wir hatten, muss ich dazu sagen, ein paar Startschwierigkeiten und auch so ein paar Schwierigkeiten, das Ganze zum Laufen zu bringen, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören, denn durch die ganzen Leute, die mit dabei waren, war es doch ein Heidenspaß und man hat doch sehr viel Spaß trotzdem gehabt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall mit den nächsten Parts erstmal viel Spaß und die Heists, denke ich mal, werden dann eben nach den ganzen Parts weitergehen. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt hier werden, aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und ja, würde ich sagen, los geht's. Die freut sich. Der Max hat mir eine Anfrage geschickt. Für was? Erstmal in eine private Lobby. So. Wo kann ich das denn annehmen? Position 1. Dann kannst du auf. So. Jetzt fehlt aber noch Luna. Ja. Ich fehl auch noch. Auf Social. Revano. Doch, Revano habe ich schon eingeladen. Echt? Wo? Ja. Onkel habe ich eingeladen. Ja. Olli habe ich eingeladen. Elmaria habe ich eingeladen. Dale habe ich eingeladen. Chris habe ich eingeladen. 3-2 Spiele fehlt noch, aber der wird auch noch nicht. Der ist in der Dings da noch. Prolog. Genau, DGZ kann ich auch gerade noch nicht sehen. Will nicht so wichtig von mir. Lad mich bitte nochmal ein. Gabax, lad mich bitte nochmal ein. Das geht, glaube ich, nicht. Welche Freundschaftsanfrage war das? Über Social Club habe ich eine Freundschaftsanfrage. Ja, wie heißt du da? DGZ unterstrich Alex Botes. Warte mal, ich lade dich gleich nochmal ein. Hab ich nicht gekriegt. Warte, ich such mal dich. Gabax, du. DGZ. Ja, danke. Unterstrich Alex. Unklar. Ah, da bist du. Da hat ja von Dominik angerufen, wer ist das denn? Bitte bestimmt nicht. So, Luna noch finden, Luna. Danke. Ja, bitte diesmal mit Doppel-X, ne? Hier bei Social. Ja. So, nee, Luna ich bei dem Achso, Logs. Also anstatt CKXX oder was? Ah, da ist eine Multiple-Einladung gesendet. Aber die ist aber anders, ne? Die ist nicht über Telefon anzunehmen, ne? Nee, du musst auf Position 1, dann oben auf Social und dann auf Spieleinladung. So, pass mal auf. Nicht über Freunde. Spiele fehlt auch noch. Wir machen mal einen Test. Okay. Doch, hier haben wir auf aktive User. Ich komme. 3-2-1-Spiele-Tests. Stich gibt's ja auch noch. Wer bist du jetzt? 3-2-1-Spiele, ne? Einfach nur 13 Spiele. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum mein Controller nicht funktioniert. Ich verstehe nicht, warum GTA nicht funktioniert. Du musst den anschließen und dann erst das Spiel starten. Ach so, na gut. Liebe Freunde, so, da ist DGZ. Alter, wie siehst du denn aus, DGZ? Boah, der wäre fast einer an mir vor. Boah, ihr beiden wieder, ey. Ihr seid. Ah! Toll, jetzt klebe ich am Kofferraum. Hallo! Okay, Alter, ich bin der Terminator. Noch? Ich bin unverwundbar. Hallo. Warno, jetzt sei doch mal nicht so laut. Ja, der tötet mich hier, der Sack. Das ist ja du. Social ist sie jetzt da, die Einfrage. Ich hab dich schon eingeladen in das Spiel. Jetzt bin ich tot. Also, warum verlangt ich von uns, dass wir einen Story-Modus überhaupt schaffen müssen? Also Chris, du bist doch bei uns drin schon. Und dann mal spielen dürfen. Warum habt ihr so Schmerzen? Ich gucke gerade hier, weil ich ja meinte, dass aktive User dann noch was Cooles von mir bekommen. Und da dachte ich, man kann hier auf aktive User gehen, steht ja auch da. Aber der Haken ist, dass du hier nur Zeit einstellen kannst, wer in den letzten 15 Minuten am aktivsten war. So, jetzt warten nur noch alle auf auf 3-2-Spiele. Nein, oh Gott, wartet nicht auf mich. 6, 7, 8. Ich steck immer noch im Tutorial fest. Nee, Moment, irgendwer fehlt noch. Ich fehle es da, DGZ. Luna habe ich aber schon. Luna ist, glaube ich, auch noch nicht drin. Nee, ich bin noch nicht drin. Ich bin drin. Müsste drin sein. Ja, bei mir dauert es noch kurz. Da ist Olli. Warte, ich guck noch mal. Yo! Olli ist drin, aber Dan ist nicht drin. Nee, ich komme irgendwie nicht rein. Der Bang war's. Warum nicht? Warte mal, ich habe dich doch eingeladen. Wer ist hier noch in der Nähe? Ja, den kriegst du. Ich komme nicht in dein Auto. Oh. Habe ich dich nicht eingeladen? Was kriege ich? Ich hab's nicht gesehen. Man sieht nichts, die Scheiben sind getönt. Denn dann sag mal, du hast keinen Zutritt zu diesem persönlichen Fach. Wie heißt denn Social? Eine Waffe auswählen. Bei Social Club drin. Oh, so auch. Hab ich dir geschrieben. Ja, ich seh's gerade. Okay. Ivano, was machst du? Ja, ich hab Angst vor euch.
Jetzt aber. Komm jetzt. Ja, ich komm, ich sehe okay, euch. Ja. Hast du die Anfrage gekriegt? Ihr ballert mich, überfährt jetzt mich wieder. Willkommen. Ich komme, Spider-Man. Warte, bleib mal stehen. So, ich könnte auch so Aussagen treffen, den Hauptpreis gewinnt der, der am besten spendet. Nein. Jetzt super. Du auch muss auch sagen, oh, meiner ist ausgerutscht am Geländer. Ja, ich bin ja schon da. So, lass mich rein. So, 3-2 ein Spiel. Ja, ich darf einsteigen. Oh mein Gott. Aber, komm, mach mal Platz, danke. Yeah, ich bin drin. Endlich. Ja, Revano wieder Porno-Internet. Ah, Finn. Ja, es läuft. Der macht wieder einen auf R2-D2. Ja. Ach so, also. Zwei Preise haben wir noch. Deathmatch, 1 Million. Aha. Afrika-Leitung. So. Gabax, bist du in der Wohnung oder wo bist du? Ja, ja, ich bin in der Wohnung. Warum suchst du mich? Willst du mich töten? Nö. Nö. Mach mal eine kleine Wohnungsparty. Ja, kannst du mal machen. Wer ist jetzt gerade hier am Steuer eigentlich? Stellen wir ein paar ein bisschen Obst. Wir werden gejagt. Ja, ich weiß, deswegen versuche ich gerade zu fliehen. Oh! Voll Speed! Durch den Einkaufsladen! Oh, er tötet Luna, natürlich. Wo bist du jetzt? Natürlich. Tut mir leid. Bitte was? Du musst, glaube ich, erstmal noch beitreten bei dir. Ich habe dich schon eingeladen, eigentlich. Okay. Ah, er versucht gerade, ich hab's Lust zu werden. Er fährt einfach die Leute platt. Ah, da steht schon eingeladen, ich kann dich nicht nochmal einladen. Oder doch? Moment, doch, hier. Nochmal. Alter, ohne Controller zu lenken. Ekelhaft. Krass, oder? Ganz krass, das Problem ist, wenn ich direkt einen Job starte, dann hat man immer nur so eine Minute Zeit oder so, um alle einzeln. Ist halt lieber erstmal alle in die Lobby rein. Auf jeden Fall eine gute Idee. Ja. Ah. Cooles Auto, der Gesetz. Oh ja, weißt du, was gerade an dem Auto, was ich gerade fahre, das ist halt gepanzert. Hab ich gemerkt, ja. Kuruma. Als mein Gesicht dagegen geklatscht ist. Und wie verbleibt man nun? Also ich fahre hier gerade mit irgendwas von 10 Spiele Stück. Ich kann den Namen nicht zuordnen. El Maharachi. Ja, sehr gut. Also 10 Leute sind jetzt da. 3-2 Spiele fehlt noch. Wie alt bist du? Alles gut. DGZ? Ja. Schau mal. Ich sehe aus wie du. Wie du und dein oh, wir links, ich habe keine Ahnung, das war aber nicht mit Absicht. Oh, Onkel ist ziemlich laut. Wer ist laut? Sieht doch total anders. Der Onkel nein, nicht wie deine Figur, sondern in deinem auf deinem was Kanal. Hast du Perlglanz? Hast du da auch so eine Maske auf? Ach so, ja, da hab ich die Maske auf. Ja, warum hast du eine Maske auf? Warum nicht? Warum liegt hier Strom? Ah, Onkel. Das ist Perlglanz, oder? Ja. Aber der Oldtimer sieht auch geil aus. Ziemlich. Wer weiß, das Geile ist, dass du da draußen dran stehen kannst. Musst auf geschlossen stellen. Ist mir vorhin mal so aufgefallen, wo ich gesehen habe, dass du dabei bist. Scheiße, ich sehe. Bist du mir versichert überhaupt, Galax? Natürlich. Große Haftpflichtversicherung. So, wer fehlt jetzt noch? Tim. Tim, ja. Oh. Oh. Geht das überhaupt? Ja, komm ich doch, warte. Wir fahren jetzt. Da. Oh, da kommt jemand mit dem Bus. Ja, ich bin das. So ein Eiswagen. Möchte bitte einmal zur Schlossallee. Boah, da kommt ein Bus. Gibt's hier eigentlich einen Eiswagen hier, oder? Doch, gibt's. Echt? Ja, ja. Wo denn? Gibt auch einen Hotdog. Aber wo findet man in der Regel Eiswagen? Wir fahren hier rum. Ich frage mich gerade, warum ich hier eigentlich rumlaufe. Da, der Jungs, Eiswagen. Ja, steig doch ein, ja, hier. Warum ich gerade? Da passiert dir nichts. Nähe von den anderen. Ist, glaube ich, sicherer für mich. Solange ihr euch bewegt, fliegt ihr auch nicht aus der Lobby. Ja, ich bewege mal die Maus. Das ist nicht mal witzig gemeint. Ist wirklich so. Nee, du darfst bloß so nicht auf die Taskleiste das Spiel legen. Nein. 5 Stunden später. Warum soll ich denn eigentlich jetzt nochmal Mucke anmachen? Was stimmt denn mit euch nicht? Aber kann ich machen. Mach doch in GTA-Mucke. Ja, mach mal. Mach mal auf jeden Fall. Wer schießt denn da? Oh! Cool. Oh. Oh, wen habe ich denn da erschossen? Oh, den Fahrer. Sorry. Den Fahrer wollte ich gar nicht erschießen. Jetzt fährt das da gegen den Baum. Olli. Alter, ich habe hier einen echt guten Fahrer, der fährt alles platt. Ich? Du mit deiner LTE-Leitung. Ja. Ich. Mit Tastatur ist ja voll schwer, Bro, ey. Oh, Achtung, Stopp! Oh ja, der Hut bleibt drauf. Hey.
Warum schießen meine nicht, Alter? Schieß doch mal jetzt. Polizei. Polizia, Polizia. Polizei. Schnell abhauen hier. Echt? Weißer Kuckuma. Warte. Alter. Der war cool aus, der Weiße. Der ist auch richtig geil. Die Musik eigentlich laut genug? Ich höre die bei mir auf jeden Fall leiser. Ist ganz schön schwierig, einen Rivano zu treffen. Ja, warum hab ich keine, scheiß Pistole? Hast du nicht gekauft? War ja gar nicht. Wenn ihr bei mir Standbilder seht, das heißt, ich bin aus dem Spiel rausgetappt. Denn das Spiel ist irgendwie so dämlich, man kann irgendwie nicht von... Ich würde aber nicht rausklappen, sonst... Ja, wenn du raustappst... Danke, Dali, danke. Bist du raus? Was hab ich? Du hast mich durch Kabak sterben lassen. Durch Kabak sterben. Das ist ziemlich leise, okay. Das ist ja, war mir klar. Aber ich muss mich erst wieder ins Auto setzen. Weil ich, wenn ich im Auto sitze bei jemandem, dann kann ich raustappen, ohne auszulocken. Ja, warte, ich war zu dir, aber jetzt. Ich hätte da noch C4. Annäherungsminen. Genau. Aber muss schnell einsteigen, es ist nicht zur Polizei. Ich bin so froh, dass wir einen gepanzerten Wagen haben. Ey, die Polizei, die bringt ja den Chrisplay um. Oh mein Gott, Chris. und alles nur wegen Strafzettel. Fahr. Alles nur wegen Strafzettel. Genau. Scheiße. Weil du eine rote Ampel überfahren hast. You can fly. Hä? Oh, wow. Ich hab hier vor das Teleporter-Auto habe ich hier. So, 3-2 Spiele, wie sieht's aus bei dir? Der sagt nichts mehr. das war Nein, Teleporter. Ich bin ins Wasser gefallen! Kabax, oh Gott, hey, oh Gott. Oh ja, oh mein Gott. Auto säuft gerade ab. Oh nein! Oh Gott, ist er denn versichert? Ja. Kabax, der eine. Gabax, der 1, 2, 3 Spiele macht es lieber den Story-Modus durch. Andersrum. Nein. Ich kann doch nicht anders. Ich sterbe ständig im Story-Modus hier. Mann, ey. Ich sterbe. Ja, wer schießt denn da? Die Polizei ist da drüben. Warte, ich komm rüber, Gabax. Keine Knarre, ich Gabax, bleib stehen. Schießen. Was ist denn los jetzt mit euch da? Wer fehlt denn jetzt noch? Gabax, bleib doch stehen. Ja, dann lass doch schon mal eine Runde spielen und dann hat er das auch fertig. Ja, genau. Macht einer weiter. Okay. Macht einfach weiter. Die Leute warten, die alles kaputt gehen. Ich weiß jetzt, warum ich ihn nochmal spielen muss. Ich hab das schon mal geschafft. Aber wenn du es gelöscht, hast, löscht doch die Safe Games. Hab ich auch gehabt. Alle annehmen. Ja! Oh! Endlich! Ich hab was gelesen. Gabax. Ich glaube nicht. Ja. Auf Jobsuche. Und da läuft die Zeit. 3 Minuten. Ja, ich bin nicht mehr wirklich im Spiel. Das Schnauzelied ist geil. Bist du nicht mehr im Spiel? Bin ich auch. Ja, Onkel ist gestorben. Ja, ich bin gestorben. Ich sehe alle noch transparent. Da hinten. Ich sehe alle noch transparent. So. Was? Transparent? Hey, jetzt setzt sich auf. Du bist im Ghost-Modus. Ja, im Ghost-Modus. Hey, was ist denn jetzt eigentlich mit Lobby wird gefüllt? Geil. Ja, und ja. 15 von 30. Ja, geht gleich los. Gabax, du siehst ein bisschen aus wie David Bowie. Darf ich einsteigen? Na, warum Polizei? Nein! Bruder, was soll das denn, ey? Was denn? Ich mach gar nichts! Was ist denn da los? Bei mir ist ja eine Ruhe hier. Gerade mal. Au! Gabax, warum wird die Lobby gefüllt mit 30 Leuten? Weiß ich doch nicht. Max, du schaffst mal nicht mit Handgranaten hier, wirklich. Oh! Luna! Was? Steig ein! Warum hast du mich in die Luft gejagt? Ich hab euch gerade gefunden! Der Gabax ist echt ein Killer, ey! Na toll, ey! Onkel! Der Gabax, der hat mich auch einfach stehen lassen. Autsch! Oh geil, ich geh ans Geschild! Ja, bin ich gerade dabei. Wie kommt man da hin? Tötest da Leute, du kannst dabei Flagge drücken. Achso, warte, ich drück nochmal F lang. Alter, das Auto ist aber auch voller Blut, ne? Okay, mein Deathmatch spielen. Yeah. Mission versus Mission. Mal gucken, dass du auf Privat stellst oder sowas. Yeah. Er ist schon auf Privat. Und jetzt Gabax. Ach nee, Gabax ist ja schon in der Lobby. Gabax sag ich schon. Okay. Gabax ruft sich selbst. Was kann man ausgehen? Deathmatch direkt, oder?
Was? Hast du mich was kann man denn auswählen? Deathmatch oder was hast du immer ausgewählt? Deathmatch. Ja, du musst nicht, du musst normales Deathmatch machen, nicht dieses Team Deathmatch. Warum? Alter, wer von uns? Kann man alle gegen alle. Ansonsten, wenn du Team Deathmatch machen wollt, ist ja eigentlich. Aua. Ich hab grad meine Pfannen gelöscht und irgendeiner von der Stadt noch welche. Ja, jetzt kommen wieder so 30 Polizisten. Ah, guck mal da vorne. Alter! Meine Güte! Gerade Auto geklaut! Oh scheiße, ich hab auf die Bullen geschossen, ich verliere. Nee, Topfern wollte ich nicht. Nicht Topfern. Die sind alle aggressiv wegen Gawax. Topfern nicht annehmen. Mann. Ich bin immer noch auf dem normalen Job. Ey, diese Minigun ist sowas von genial. Wie die. Also bei mir steht Lobby wird gefüllt. Ja, Minuten. Nee, lass mal. Wie lass mal. Nicht Topfern. Wie, lass mal rausgehen, oder was? Nein, eins. Achso. Ich mach nix, Gawax, oder? Gawax, warum bin ich hier in einem Lobby? Alter, was habt ihr denn? Der holt gleich die Minigun aus dem Kofferraum. Boah, Alter. Dreht euch nicht um, der Gawax geht herum. Onkel hat Rivano erledigt. Onkel hat sich in die Luft gejagt. Zeitüberschreitung, ja, Verbindung zu sitzen, du weißt. Du trittst einer so, ja, also alle annehmen bitte? Ja, okay. Zeitüberschreitung. Zeitüberschreitung. Nimm mal bitte an hier. Was alle annehmen bitte mal. Ja, jetzt, ja, jetzt hat's mich rausgenommen. Ja, mich auch. Ja, mich rausgenommen, auch. Rausgeflogen. Ja, weil du uns abgemurkst hast. Ja, weil wir jetzt in deine Lobby, in deinen Job gewechselt sind, den hast du jetzt abgebrochen und jetzt hat's uns natürlich rausgeschmissen. Alter, Gawax, was kannst du eigentlich? Gabax, es war gerade so schön. Was hast du denn? Och Leute, wollt ihr nicht verarschen? Kostet wieder Geld. Ich hab doch extra gesagt, der hat Topfern ausgewählt und deswegen nicht annehmen. Topfern sind schuld. Genau. Aber wenigstens hat er mal ein kleines bisschen Action gehabt. Aber so. Annehmen oder nicht? Wer ist denn jetzt nicht drin? Aber die Karre, die kriegt man bei den Bankjobs, ne? Also bei den Heists, oder? Dreht euch nicht um, nee. Der Gawax geht rum. Nee. Die kriegst du richtig. Alter Chris, den VIP-Aufträgen. Achso, okay. Gawax, bin ich noch auf deinem Planeten? Oh, ich bin. Ja, Gawax hat mir eine Einladung geschickt. Alter. Okay, mein Spiel hat sich jetzt gerade verabschiedet. Ach nee, doch nicht. Das lädt. Achso. Ich bin gerade im Boden. Ich bin gerade in den Boden gefallen. Annehmen. Ja, ich habe auch Gawax ein Game angenommen. Ach, jetzt bin ich hier bei einer scheiß Zwischensequenz. Ich glaube es nicht. Ausgezoomt. Was hast du gesagt? Ach, jetzt hab ich. Sound resumed. Ah, Chris ist gar nicht dabei. Da sind irgendwelche No-Names dabei. Ja! Yeah! Okay. Gawax, wo bist du jetzt drauf auf welchem Server? Ich bin noch in einer privaten Lobby mit euch. Mit du wurdest aus dem Job geworfen, das ist cool. Ich wollte dir gerade beitreten und da kommt, dass das Level die Welt voll ist. Ist sie auch. Ja, da waren ja auch so ja, jetzt Listen haben wir einfach. Wie kann das denn sein, dass da jetzt irgendwelche Spasten reingejoint sind? Also wollen die mich verarschen? Hallo, ich bin kein Spast, ja? Onkel, wie bin ich hier gerade? Was? Ich bin hier gerade übelst. Nein, 4 auf 1! Lord's me normal? Nochmal bitte. Quatsch, Gawax, was du mal gemacht hast. Geht mir gerade mich voll auf den Sack. Wir stehen hier schon eine Stunde rum und es passiert gar nichts. Na, einfach eingeladen. Aber ich habe ja nicht alle drin. Nee, aber warum kriegt Gawax das nicht gebacken? Na, weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich hab's einfach ganz normal gestartet, den Job, und ihr fliegt alle raus. Oh, Deathmatch hier. X-Faktor. Zack, ich mach das mal so. Das ist unfassbar. Dann lade ich alle ein. Nicht, dass dein Mulder vorbeikommt. GTA, das Mysterium. Ich glaube, ich habe jetzt das Intro durchgespielt. Also das Intro? Okay, jetzt spielst du aber noch einen Prolog. Wenn das Intro schon vorbei ist. Ich bin fertig mit der Welt. Leck mich doch ein Spiel, leck mich doch, ich hab das alles schon 100 Mal gesehen. Lass mich doch bitte mal weiter spielen. Warum muss man denn Multiplayer? Du musst ja wieder bescheißen. Diese Kacke doch mal nach. Pass mal auf, gleich steht da, du hast nicht gespeichert. Bitte spiel sie Prolog. Ja. Ja, Onkel. Ja, gib mir. Aber ich mach doch gar nichts. Ich geh ganz normal über Handy, geh dann rein und dann kann ich euch einladen eigentlich. Nee, du musst online. Ein. Du musst Escape, Online, dann Jobs und dann kannst du dir einen Job auswählen. Genau.
Richtig. Und dann kannst du. Und dann lade ich euch automatisch damit ein, auch wenn ihr in der Lobby seid. Nö. Nee. Du musst uns dann in der Lobby einladen. In der Spielelobby. Genau, in der Spielelobby. Oh Mann, ist das geil. Da gehst du auf geschlossene Sitzung und lädst nur Freunde ein, die online sind. Und da kann man den Crispin natürlich auch keine Vorwürfe dafür machen, weil er weiß ja nicht, wie schlecht die vorbereitet sind. Warum schießt du los? Na, aber die. Mein Gott. Warum hast du Gottwort an? Man könnte es. Ihr könntet euch auch gar nicht vorbereiten, ihr wartet die ganze Zeit am Stream. Sag mal, Daniel, was hast du da gemacht? Ist doch egal. Ich bin in den Passivmodus rein, da kann mich niemand abschießen und ich kann niemand abschießen. Ich wusste nicht, dass das resettet wird.